Prinz William, gesichtet. Im polnischen Pub er ein wichtiges Zeichen. Prinz William, 40, ist als erster britischer Royal am Mittwoch, 22. März 2023, nach Polen gereist, um britischen und polnischen Militärangehörigen zu danken, die aktuell die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstützen. Ein emotionaler erster Tag seines zweitägigen Besuchs, den William anschließend im Butero Bistro in Warschau hat ausklingen lassen. Wie Fotos, die der britischen Zeitung Daily Mail exklusiv vorliegen, zeigen. Der Prince of Wales wurde zusammen mit einigen seiner Begleiter, innen gesichtet. Die Gruppe hat Bier und Pulled Pork Sandwiches mit Pommes und Knoblauchmayo bestellt. Warschau kann überraschen. Ich habe heute mit dem Prinzen zu Abend gegessen, schreibt unter anderem ein Mann auf Instagram, der ebenfalls an jenem Abend im Pub diniert hat. Eine anonyme Quelle teilt Daily Mail zudem mit, dass William darum gebeten hatte, mit seinen MitarbeiterInnen des Kensington Palastes in einem lokalen Restaurant zu Abend zu essen, das sie in der Nähe ihres Hotels gefunden hatten. Das Team vom Kensington Palast buchte ein lokales Restaurant in der Nähe ihres Arbeitsplatzes und der Prinz beschloss, sich ihnen anzuschließen, so der Insider. Er hat sie gefragt, was sie da machen und dann gebeten, mitzukommen. Es war in jeder Hinsicht eine großartige Nacht, das Team hat es sehr geschätzt, dass er darum gebeten hat, sich ihnen anzuschließen. Anführungszeichen. Es ist wertvoll, dass er die Gemeinschaft unterstützt hat, die von den derzeitigen Behörden in Polen so missbraucht wird, schreibt zudem der Einheimische auf Instagram und verweist auf das harte Vorgehen der polnischen Regierung gegen LGBTIQ+-Rechte. Das Butero Bistro bewirbt sich selbst als ihr Querspaße mit Hausmannskost. Während das Logo aus den Farben des Regenbogens besteht, das Zeichen der LGBTIQ+-Bewegung. Das Lokal organisiert Karaoke-Abende für Drag Queens und hat sich eine große Anhängerschaft für seine Opposition gegen die konservativen Ansichten der Regierung aufgebaut. Dass sich Prinz William in jenem Bistro gezeigt hat, ist neben seinem militärischen Besuch ein starkes und äußerst wichtiges Zeichen, von dem der Inhaber des Restaurants jedoch keine Ahnung hatte. Wir hatten absolut keine Ahnung, dass sie kommen würden. Wir hatten einen Tisch für 12 Personen unter dem Namen Desi reserviert. Es sollte eine Desi-Geburtstagsfeier werden, so Pavel Sasim gegenüber Daily Mail und verrät, aber dann erschien ein Leibwächter und sagte, dass dies keine Desi-Geburtstagsfeier werden würde, und dann kam Prinz William herein. Sie sagten, sie hätten sich gut amüsiert, sie verbrachten hier 3 Stunden mit den anderen Gästen, die bereits hier waren. Er hat unser Sandwich in einem Zopf mit Pulled Pork gegessen. Und er hat alles gegessen, also glaube ich, dass es ihm geschmeckt hat. Anführungszeichen. Verwendete Quelle, Daily Mail Cook.